Ja, hallo, zurück zu Let's Play Civil War General Robert E. Lee. Und ja, tut mir leid, es ist jetzt eine längere Pause seit der letzten Folge. Und zwar hat das mehrere Gründe. Und zwar zum einen, ihr habt vielleicht schon gesehen, dass der historische Teil quasi, der da zu jeder Schlacht eigentlich geplant war, den habe ich für die Schlacht von Antietam nicht gemacht. Das war bewusst so, und zwar wird denn nicht im Rahmen dieses Spiels, sondern im Rahmen Folgen amerikanische Geschichte, werde ich da aufgrund der Bedeutung der Schlacht von Antietam, werde ich den dort unterbringen. Und er ist auch ein bisschen aufwendiger gestaltet als so die übrigen, eben auch wegen der Bedeutung der Schlacht. Allerdings wird es jetzt weitergehen in der Schlacht von Fredericksburg. Und zwar jetzt mit der Schlacht von Fredericksburg weitergehen wie gewohnt. Und ja, wir haben ja hier die Schlacht von Antietam. Ihr seht hier, unsere Truppen haben eigentlich den Gegner soweit geschlagen. Und das ist auch jetzt der letzte Zug. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier noch was machen können. Ich glaube schon, aber wir sind, glaube ich, relativ stark geschwächt. Ja, unsere Kanonen haben noch die Möglichkeit zu feuern oder nicht? Nein, eher nicht. Ja, und ich glaube, wir können auch nichts mehr groß machen. Schauen wir mal im Verlustbericht. Siegpunkte, ja, das sieht wunderbar aus. Ja, ich glaube, dann beenden wir doch mal diese Schlacht. Wir haben wieder mal einen bedeutenden strategischen Sieg errungen, und ja, ich glaube, das habe ich aber schon in der letzten Folge, als da um die Schlacht von Antietam ging, habe ich das euch schon gezeigt. Jetzt geht es aber weiter. Genau, ergebener Diener Robert E. Lee, wir haben ja die Schlacht gewonnen. So, und jetzt müssen wir unsere Armee wieder bewaffnen für die nächste Schlacht, für die Schlacht von Fredericksburg. Und zwar ist es so, dass wir jetzt ein bisschen vorausplanen müssen. Und zwar, wenn wir einen gewichtigen Teil unserer Truppen, werden wir verlieren, quasi, also in der nächsten Schlacht, Chancellorsville, wenn wir diese Truppe nicht mehr zur Verfügung haben. Und es macht natürlich rein spieltechnisch keinen Sinn, dass wir jetzt da die Truppen, die wir verlieren, mit super Hightech-Waffen sozusagen ausrüsten. Nein, wir werden das ein bisschen anders machen. Und zwar werde ich die Truppen, die wir behalten, werde ich gut, okay, die sind schon mit Enfields ausgerüstet, das ist gut. Dann haben wir hier, das ist auch gut, das ist auch gut. North Carolina, ah, dem geben wir eine Lawrence, weil den werden wir verlieren. Dann Louisiana. Ey, genau das Gleiche. Ja, dort tun wir ein bisschen aufrüsten, weil wir brauchen natürlich schon auch gut bewaffnete Einheiten für die kommende Schlacht Fredericksburg. Und deshalb macht es keinen Sinn, wenn wir da unsere Truppen. Ja, wie bei Antietam ging das, weil da hatten wir ja wirklich teilweise so schwach, also rein von der Mannschaftsstärke her so schwache Truppen, dass sich da das gar nicht gelohnt hat, rein von der Bewaffnung her, aber jetzt sieht das ein bisschen anders aus. Dem geben wir auch eine Lorenz. Und dem Jubal Early geben wir auch eine Lorenz. Genau. Dann geht es hier weiter. Dem geben wir eine Enfield, aber mal Enfield, mal zuerst eine normale Enfield. Wenn es dann reicht, können wir eben noch besser geben. Okay, die kriegen alle eine Enfield. Upsala, die kriegen alle eine Enfield, soweit ich das beurteilen kann.
D und B, die beiden kriegen eine Lorenz. Aber der Rest kriegt auch wieder die Enfield. Aha, reicht nicht mal. Gut, dann schauen wir mal bei den Artillerie, wie es dort aussieht. Napoleon, 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 Napoleon. Okay, hier die Ordonnanz. Das müssen wir anders machen. Hier die Napoleon. Wie sieht es hier aus? Ah, da hat wieder die. Das ist eigentlich Geldverschwendung. Hier reicht die Sau, die abgesägte Schrotflinte quasi. Und bei den Scharfschützen, ja gut, die sind schon gut ausgerüstet. Jetzt war ich aber eigentlich, war ich ja hier. Huh? Nein, eigentlich waren wir hier, genau. Die beiden kriegen Lorenz und da kriegen alle Enfield. Genau, und hier haben wir den Stonewall Jackson, genau. Jetzt nimmt es mich aber noch runter. Habe ich die? Nein, die habe ich eigentlich richtig ausgerüstet. Okay. Den Stonewall, genau. Und jetzt hier, ah ja, genau, die werden wir alle abgeben. Also die verlieren, also wir verlieren die nicht. Also die sind einfach irgendwo anders eingeteilt, aber wir geben denen jetzt alle Lorenz. Eben, das kostet uns sogar, weil wir haben ja von bei Antietam haben wir die ja ziemlich schlechte ja, bewaffnet, oder? Und jetzt müssen wir im Prinzip da drauf zahlen. Aber wir müssen ja auch die Schlacht von Fredericksburg gewinnen, oder? Und deshalb müssen wir hier schon auch ein bisschen Geld investieren. Wenn noch der Lorenz, genau. Gut. Dann wie sieht's hier aus? Der kriegt auch wieder eine Lorenz. Der kriegt auch eine Lorenz. Enfield. Enfield, Enfield, Enfield. Und wie sieht's hier aus? Der Longstreet, der kriegt auch eine Lorenz. Und der ganz am Anfang hier kriegt auch eine Lorenz. So. Und wie rüsten wir den Rest aus? Der bekommt, der hat schon eine Enfield, der hat auch schon eine Enfield. Der hat eine. Ah, der bekommt auch noch einen Lorenz. Ups, habe ich falsch geguckt. Ja, genau. Enfield, Lorenz, Enfield, Enfield, Lorenz, Lorenz, genau. Der kriegt Lorenz, Enfield. Oh, die haben ja Farmer, also ganz schlecht. Müssen wir die schon ein bisschen besser bewaffnen. So. Enfield, genau. Eigentlich müssten jetzt die sogar noch besser ausrüsten. Das weiß ich gar nicht, ob das geht. Dadurch, es geht. Wunderbar. Und zwar, weil die sich an der, an unserer linken Flanke befinden und die müssen eigentlich recht starke gegnerische Angriffe aushalten und deshalb macht es Sinn, dass wir die ein bisschen besser bewaffnen. Genau.
Mal schnell schauen, haben wir jetzt alles? Ja, ich glaube höchstens bezweifle ich zwar, dass das geht. Nö, das geht nicht. Aber wenn wir jetzt, sagen wir mal, dem hier okay, jo, das geht, dann haben wir nämlich fast nichts Rest. Ja, ich glaube, wir sind durch. Fredericksburg. Während man im Norden den Sieg der Union in Antietam feierte, erkannte Lincoln, was die Heeresleitung des Südens längst wusste. McClellan hatte seinen Vorteil verspielt und den Angriff verpfuscht. Lincoln ersetzte McClellan im Oktober durch General Ambrose Burnside. Dieser führte sofort seinen Plan durch, direkt auf Richmond zu marschieren und den Aufstand ein für allemal zu beenden. Vor Fredericksburg beschloss General Lee, ihn aufzuhalten. Lees Armee hält eine starke Stellung entlang einer Steinmauer an den Hügeln westlich der Stadt. Der Union wäre von einem Frontalangriff abzuraten. Ein Flankenmanöver könnte zum Ansturm der Verteidiger vom Berg hinunterführen. Falls die Union einen Frontalangriff startet, sollten die Konföderierten sich verschanzen und einen Gegenangriff planen, um den Gegner vom Feld zu schlagen. Dieser könnte schließlich den Rebellen erlauben, dieser könnte schließlich den Rebellen erlauben, riesige Versorgungslager einzunehmen und einen bedeutenden Sieg davon zu tragen. Wesentliche Verstärkung ist nicht zu erwarten. Meine Strategie für diese Schlacht von Fredericksburg ist folgende. Ich werde im Norden meine Truppen hinter auf den Mary's Heights, hinter der Verteidigungsstellung, dieser Mauer da, die man da leicht sieht, dieser graue Strich, werde ich da meine Truppen dahinter konzentrieren und die werden die Angriffe der Union von Fredericksburg her abwehren, mit Unterstützung der Artillerie natürlich. Ein paar Truppen aus dem Süden werde ich nach Norden verlegen und den Rest der Truppen nach Süden. Dort sieht die Situation so aus, dass wir Nachschub erhalten, viel Nachschub, also Verstärkung, besser gesagt, wir halten viel Verstärkung von Süden her und dort werde ich den östlich des Waldes, den man da sieht, wo das Pferd, also die Kavallerieeinheit steht, dort werde ich eine Verteidigungslinie errichten, also ganz unten am Kartenrand, und im Wald werde ich die Truppen, also der Marsch durch den Wald dauert länger, vor allem für die Artillerie. Und ich werde dort die Truppen langsam zurückziehen. Für mich hat aber dieser Umstand den Vorteil, dass sich die Union im Osten, die wird meine Stellungen rascher erreichen. Das heißt, ich werde sie dort schneller schlagen können, während sie sich im Westen erst noch auf dem Marsch durch den Wald befindet. Sobald sich im Süden dann die Möglichkeit ergibt, werde ich östlich des Waldes nach Norden vorstoßen und die Truppen der Union im Wald umfassen und einkesseln und aufreiben. Und mit einem Teil meiner Truppen werde ich nach Norden vorstoßen und dort sollten die Einheiten, die auf den Mary's Heights die Stellung halten, dann gegen die geschwächte Armee der Union vorrücken und wir sollten sie so noch innerhalb westlich des Flusses in Fredericksburg selber komplett aufreiben können. Gut, wir machen hier folgendes. Zuerst einmal werden wir hier speichern und zwar Fred Start, genau, und nämlich nochmal, und zwar die 1.
Genau hier, also wie bereits erwähnt, wir werden hier einen Teil unserer Truppen sammeln auf den Mary's Heights und ja, den gegnerischen Ansturm, der von hier kommt, abwehren. Und wir werden auch unsere Truppen hier konzentrieren und den gegnerischen Angriff hier ebenfalls abwehren. Sobald wir hier die Oberhand haben, werden wir den Unionstruppen bei Fredericksburg in die Flanke fallen. Aber zuerst müssen wir mal schauen, dass wir unsere Truppen hier gescheit positionieren. Und zwar steht der hier schon mal ungünstig. Den nehmen wir zurück. Genau. Jetzt muss ich mal schauen.